Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Age of Empires 4 und den Achievements. Das Geile ist, wir haben jetzt gerade den 25. Geburtstag von Age of Empires. Ach, wie toll. Das Coole ist, ich bin ja genauso alt wie Age of Empires, das heißt also, ich bin ja auch 25. Ich hätte zwar ein bisschen früher Geburtstag, aber ist trotzdem nice. Ja, wir machen jetzt die Meisterung der Franzosen Nummer 4 im Galopp. Bauen Sie das Wahrzeichen Kavallerieschule und bilden Sie dann 20 Kavallerieeinheiten aus. Das machen wir natürlich kein Problem. Und auch jetzt noch ganz kurz, ganz neu, es gibt zwei neue Völker, die Malier und die Osmanen. 30 weitere Meisterungen, die wir machen, mit zwei komplett neuen Völkern, bin ich mal gespannt, wie die sind. Ich finde auch die Völkerauswahl diesmal sehr interessant. Sonst gab es immer so eine, bei Age of Empires 2 oder so, immer so eine bestimmte Richtung auf der Welt, wo sie hingegangen sind. Zum Beispiel irgendwie in den asiatischen Bereich, nur afrikanischer Bereich oder vielleicht irgendwie nur europäische Zivilisation. Immer so eine, irgendwie so eine Gruppe oder irgendwie auch wirklich nur so ein, vielleicht einfach nur ein Land, wo es rausgenommen wurde. Also so eine Richtung von Land irgendwie so, weißt du? Hier, Malier und Osman. Okay, finde ich interessant. Jetzt haben wir nicht mehr 8, sondern 10 Völker. Und, das will ich auch eben ganz kurz zeigen, es gibt 3 neue Porträts, die ich bekommen habe, weil halt der 25. Geburtstag von dem Age-Universum ist. Und zwar einmal hier diesen kleinen Otter mit seinem kleinen Kuchen und seiner Wunderkerze, wie er sich freut. Den Chibi-Wololo-Priester, den finde ich irgendwie super cool, deswegen habe ich den genommen. Und eine Münze für den 25. Geburtstag. Ja, da kommt die Krake leider nicht mit dran. Das tut mir auch leid. Also, RIP Hiobsbotschaften. Wir nehmen jetzt halt den da. Oder den Otter. Die sind beide cool. Ja. Natürlich spielen wir Franzosen. Ist ja logisch, wenn wir die französische Dinge spielen, ne? Und wir spielen gegen mittleren KI-Gegner, weil wir jetzt halt bei den zweiten Teil hier so sind. Okay? Gut. Alles klar. Wir spielen auf der Karte Hügel und Tal. Das heißt also, wir haben halt entweder leicht zu verteidigende Hügel oder richtig schöne ressourcenreiche Täler. Wie auch immer. Kreidefelsen machen wir, auch wenn es jetzt mehrere Sachen noch dazu gibt. Es gibt jetzt noch mehr Sachen hier. Es gibt auch, glaube ich, neue Karten, aber ich bin zwar gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Ist ja auch egal, gibt auf jeden Fall, glaube ich, neue Karten. Und dann würde ich sagen, rein da. Ja. Kavallerieschule und dann 20, waren das Ritter oder Reiter? Ah, bestimmt Ritter. Das sieht schon cool aus jetzt mittlerweile. Also dieser Chibi ist halt, ist halt fantastisch, ja, also. Sehr schön. Das ist immer so eine leichte Verzögerung zwischen dem Hotkey drücken können. Oh lol. Die Linie war vorher nicht da, oder? Nee, die war vorher nicht da, oder? Nee. Lol, voll gut. Ja, sowas finde ich immer nice. Wo ist denn? Achso, da oben steht die. Ich dachte gerade schon, so, wo ist denn die jetzt rausgekommen? Okay. Hat mich jetzt ein bisschen gewundert, bin ich ehrlich. Ubivado. Wunderschön. Wobei, machen wir lieber den hier. Und dann kommst du wieder zurück. Die ist jetzt eigentlich auch ganz gut so, den Weg. Oh ja. Oh ja. Oh ja, man sieht jetzt so ein bisschen in Linie. Ach du Scheiße. Ja, schön. Gott? Ja, setz mal lieber das da hin. Wunderschön. Edifico? Ey, du sollst mal nicht Fico machen hier. Das Fico kannst du ja aufheben für später. Mr. Fico. Ach, Mann. Also, dass das jetzt irgendwie so, wirklich so ein großes Update kam, dass nicht nur hier, in ganz Age of Empires Universum, nicht nur Age of Empires Universum, besser noch, im ganzen, eigentlich, das ist halt nicht mal in Worte zu fassen, wie viel da jetzt geupdatet wurde. Ihr müsst euch mal vorstellen, da kam in jedem Spiel was Neues jetzt quasi von dem Age Universum, ja? Es ist insane. Es kam da sowohl jetzt für Age of Empires 4 so ein großes Update. Es kam für Age of Empires 2 eine große Ankündigung wieder, so wie ich das jetzt mitbekommen habe zumindest. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber da müsste auch viel wieder kommen. Wahrscheinlich ein komplett neues DLC immer wieder. Finde ich auch wieder richtig nice. Und dann gibt's
In Age of Empires 3 gibt es auch ein Update. Age of Empires 1 kriegt, glaube ich, auch ein Update. Dann kommt das noch alles irgendwie auf Konsole, auf Xbox. Ist ja auch logisch, ist ja Microsoft, ne? Ich meine nur. Und dann kommt das Ganze sogar noch, und das finde ich auch wieder richtig cool, abgesehen mich davon. Aber wir schicken die euch da oben hin. Na, ne, hier. Dazu kommt noch ein komplett neues Spiel von denen. Also, was heißt komplett neu? Es ist halt wieder eine Remaster-Version, aber wieder von einem Spiel, was einfach nur absolut edel und geil ist. Und wir reden da von Age of Mythology. Age of Mythology Retold kommt dann raus. Ey, man sieht sogar jetzt die einzelnen Dinger so. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Das ist mal ein cooles Update. Mit diesen Linien. Das finde ich eine coole Änderung. Okay. Richtig nass. So, Kavallerieschule wieder. Edifico. Okay. Edifico, genau. Escoltéis, colonnes. Laburo. Ach ja, ich kann da weitermachen. Ich habe das kurz ausgeblendet. Ist ja egal. Ey, nicht schießen. Ey, der tut voll weh. Verpiss dich mal besser. Ey, der stirbt gleich noch. Mach nicht den. Der hat voll viele Schafe, mach nicht. Nein! Ho! Der hat ein HP, Junge! Junge, Junge! Ja, hätte ja auch in die Hose gehen können. Naja. Passiert, ne? Wir haben jetzt ein paar an Nahrung. Dann können wir jetzt mal ganz kurz 3 in Gold oder so schicken. Oh, es ist, also diese Linien, die finde ich jetzt richtig edel. Haben die auch irgendwas im Technologiebaum geändert oder? War das vorher schon so? Ich glaube schon. Ach, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Technologiebaum. Haben die hier irgendwas geändert? So rein von der Übersicht her vielleicht? Nee, ne? Weil ich finde, irgendwie die Übersicht hätten sie noch so ein bisschen näher machen können wie Age of Empires 2. Weil so ist die irgendwie ein bisschen nicht unübersichtlich, aber schon unübersichtlich her. Ja, also finde ich ein bisschen doof. Also die da noch viel zu machen, ja. Aber alleine so kleine Änderungen wie, dass man sowas jetzt hier sieht, das finde ich schon edel. Das ist richtig gut. Sehr schön, Leute, sehr schön. So, die Jagdversammelrate erhöhen, damit die hier schön arbeiten können. Die Kavallerieschule haben wir jetzt gleich. Hier gehen wir an die Arbeit, die Leute. Wir machen halt die Forschung hier mit 70 Gold, ne? Gönnen wir uns. Schon fast der beste französische Bonus, dass die alle günstiger sind, die Forschungen. Ach, mein Gott, das Spiel ist fast gestorben, ey. So, du setzt die immer ab. Hier war gerade noch ein Schaf. Hat er sich das... Ah, nee, hat er sich nicht gesnackt. Gut, der Gegner kam noch nicht hier vorbei. Das ist gut. So, einmal kurz wegschicken. Ja, bringt das ruhig. Ist es okay, wo ihr das umbringt? Macht keinen Unterschied. So. Dann hören wir die Goldsammelrate, glaube ich, als nächstes. Kannst du dich einfach umbringen? Die Schafe? Laufen hinterher, ja, machst du schon. Du kriegst das schon hin. Hab größtes Vertrauen in dich. 7 Goldtag würde ich sagen, reichen, oder? Schicken wir jetzt noch welche da dran. So, du kannst mal ganz kurz hier eine Hütte bauen, da eine Hütte bauen. Also diese Linien, die muss ich sagen, die sind wirklich cool. Die könnten sie auch in Age of Empires 2 reinmachen. Das ist richtig gut. Nee, König Elliche Rita. Ja, da müssen wir jetzt halt kurz ein bisschen warten, ne? Du kannst ja schon mal hier Dings bauen. So. Na komm, lass den mal ruhig laufen, ist scheißegal. Der will die Schafe anscheinend eh nicht abgeben. Dann machst du das hier. Da oben so ein bisschen im Kreis rumlaufen. Schön. Na, die verbessern wir mal noch nicht, oder? Erstmal den Wheelbarrow machen hier. Super. Machen wir noch einen Ritter. Weil, warum nicht?
Esperanz. Ach, wunderschön, Mann. Ja, du kannst eigentlich mal ganz kurz herkommen. Dann schicken wir noch ganz kurz mindestens einen Holz oder so ein paar zumindest. Du machst mal hier hinten einfach mal zu. So. Dann kannst du die Seite auch zumachen. Und die Seite natürlich auch. Oh, da Holz ist leer. Super. Also egal. Noch ein paar mehr davon. Macht es Sinn, noch einen Ritter zu machen? Warum nicht? Dann geben wir mit drei Rittern mal ganz kurz ein bisschen rein da. Nur so ein bisschen. Der wird eh schon irgendwie 20 Soldaten haben, keine Ahnung. Wir verbessern die auch direkt mal. So, 7 Holzhacker sollten eigentlich reichen erstmal. Equites? Warte, die sagen Equites? Waren Equites nicht eigentlich die... Waren das nicht Reiter von den Römern? Lol. Das ist ja witzig. Einfach Equites. Krass. Was man so einfach mitbekommt hier so nebenbei, ne? Ja, dann können wir gleich schon die nächste Zeit machen eigentlich, ne? So, ein Goldhacker noch. Dann können die nächsten 5 wieder in Nahrung gehen. Na komm, einen noch. Jetzt zack, zack. Und zack. Wobei, das machen wir noch nicht. 3 schöne Reiter laufen sie dahin. Kann man eigentlich speichern? Ja, kann man sogar. Cool. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen doof, weil ja, speichern ist wohl logisch, was es kann. Aber beim hier 1 gegen 1 Spiel so ist das nicht unbedingt gegeben. Okay, der Bottenturm. Hätte ich auch mit rechnen können. Die Sichtweite von denen ist auch jetzt nicht sehr groß. Na, wobei, wir machen nur einen. Wir würden uns die nächste Zeit leisten können. Und ihr 10 baut uns dann das dahin. Du machst... Oh. Ihr wollt kämpfen? Wow, er wollte Dinger bauen und ist dann einen Schritt gelaufen. Wie ärgerlich. Comprendo. Sehr schön. So. Du machst das da, das da, das da, das da. Kannst du keinen Fehler machen? Und ihr 4 macht dann da eine neue Mühle. Und das Ding geht jetzt hier hin. Mein Gott, ey. Oh, sehr schön. Cool. Wir können die Reiter direkt mal upgraden hier. Regenerieren. Und mehr Bonusschaden. Wobei, den können wir uns mal ganz kurz sparen, eben für die Echo-Upgrades. Erstmal das hier und natürlich Nahrungssammelrate erhöhen. Eieiei. Noch nicht ganz so drin. Okay, das ist ärgerlich, dass das Ding drauf schießt. So, jetzt ganz kurz die Sammelrate erhöhen. Dann machen wir ganz kurz einen Ritter. Dann mache ich euch andersrum. So, dann natürlich noch ein paar Dorfbewohner, bevor ich die vergesse. 3 Stück da dran. Okay, okay, okay. 2 Bukin-Schützen. Bringen wir sie um von 2 Seiten. Oh, yeah. Inkontinent? Ey. Mein Beileid. Nice. Also Ritter sind schon ein bisschen besser zum Raiden gefühlt. Oh, der Spieler ist wieder voll
geheilt. So, dann können wir ein paar Mal da hin und her laufen. Dann können wir hier kurz das machen. Die Rate erhöhen. Du kannst uns hier kurz ein paar Häuser hinmachen. So. Und dann schicken wir jetzt noch welche mit an Nahrung ist eigentlich mal ganz gut, oder? Wobei, schweißet noch nicht still. Will aber schon passen. Marktplatz. Die steht natürlich nur dumm rum, damit wir nicht auch rechnen können, weil ich die vergessen habe. So. Oh, denn das Gebäude ist sogar abgebrannt, lol. Oh, da wollen sie Nahrung sammeln. Wie dumm gelaufen das jetzt ist. Ach, wunderschön. Also, Ritter sind zu raiden schon echt richtig nice. Mach nicht den. Brauchen wir noch mehr Dorfbewohner? Ja, machen wir nochmal 6 Stück. Passt schon. Aber 5 davon gehen mit an Gold. Wobei, die können ruhig schon direkt da dran. Machen wir den hier und den hier. Gucken die an. Guck mal, jetzt Linien. Oh mein Gott. Nein, nein, nicht sterben. Mach nicht den, du wirst draufgehen, Junge. Du verpisst dich auch eben und du machst weiter. Wo habe ich das hingemacht, den Sammelpunkt? Oh, der ist gut. Der ist echt gut. Eule. Was willst du denn jetzt mit einer Eule? Mach mal keine Eule. So. Entschuldigung. Du kannst dann das dann noch hinmachen, weil es geht. So, ihr macht mal ganz kurz da so ein Dingens hin. Da ist der Speer mit seinen Schafen. Guckst du an, wie sie sich schon heilen. Ach, wunderschön. So, dann verkaufen wir kurz ein bisschen was. Machen hier dann das da. Hier haben wir jetzt quasi alles geforscht. Okay, hey, noch ein Schaf, der hat echt welche weggegeben. Du kannst den angreifen gehen. Ja, schrei ruhig noch mehr rum. Eigentlich können wir es auf Gold laufen lassen. So, machen wir Mönch. Vielleicht sogar noch einen. Für die guten Reliquien. Dann warten wir ein bisschen. Du kannst mir damit hingehen. Zack. 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 Und zack. Und zack, ist es perfekt, hat sogar genau zahltechnisch gepasst hier. Sehr schön. Speer. Das ist eine Steinmauer, ey. Das geht aber nicht so. Das ist ja gegen die. Oh Leute, das ist alleine kaputt. Jetzt ist alleine kaputt gemacht, das Bein. Mein Gott, Junge. Was geht mit dem? Wir können die nächste Zeit gehen, oh lol. Okay. Artillerieschule, gönn dir. Krass. Das kam uns unerwartet mit der nächsten Zeit. Bin ich ehrlich? Du hast nichts zu tun. Das ist schade. Dann such dir einfach einen Job. Wenn du nichts hast zu tun, dann geh einfach arbeiten. Das sollt ihr ja nicht machen. Du bist da. Position halten. Du gehst dich nochmal heilen. Du gehst dann dahin. Du gehst hier hin. Position halten. Ja, du kannst ruhig hier bleiben. Das ist okay. Der will sich einmauern, der Junge. Naja. Sehe ich jetzt nicht so.
Da kommt noch ein Ritter. Apropos, wir können mal wieder ein paar Ritter machen. Hoppala. So, die Relike hat er. Perfekt. Dahin gehen. Dann da runterlaufen. Du holst dir die hier. Dann dahin. Schön jede Richtlinie abblockieren. Da kommt der nächste Reiter. Ritter. Nicht Reiter, ist ja hier ein Unterschied. Du gehst dann dahin. Du bist hier, machst da die Position halten. Ein neues Zeitalter beginnt. Sehr schön. Direkt die Ritter erhöhen. Ja, das können wir uns gar nicht leisten, ist doch egal. So. Ihr solltet doch einen Baum hacken, Jungs. So, ihr vier geht mit an Gold. Dann haben wir da auch 20 Stück, das ist gut. Ach, guck mal an, der kommt jetzt mit Speerkämpfern hier an. Ui. Er kontert. Unerwartet. Er tut was. Klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber hätte ich nicht mit gerechnet. Das Geld ist, er will sich einmauern und kommt nicht dazu. Das ist so ärgerlich. So, zack, zack. Zack. Ja, wunderbar. Dann kannst du hier schon mal... Ach ja, die guten Feldschlangen hier. Aber die königliche Kanone ist natürlich dabei. Eine königliche Kanone dürfte sogar schon reichen da unten. Dann passt das schon. Wir setzen die mal hier hin. Das ist besser. Du gehst dahin. Noch mehr Ritter. Dann haben wir unsere Aufgabe sogar schon fast erfüllt hier. Guck mal an. 680 Gold nehmen wir. Zack. Wir könnten noch die Universität bauen. Ja, warum nicht? Zack. Könnt ihr euch alle zusammen machen. Die Mönche laufen noch. Wo ist denn der andere Mönch? Ha, wo ist denn der andere Mönch? Apropos. Ach, da ist er ja. Guck mal, ich bin gerade angelaufen. Warte, das geht jetzt? Das geht jetzt? Ich schwör's euch, vorher ging das nicht. Hä, sehen die auch anders aus? Die sehen noch anders aus, oder? Oder? Die sehen noch ein bisschen anders aus, da bilde ich mir jetzt gerade ein. Ha. Schon lange keine Franzosen mehr gespielt, keine Ahnung. Aber ich hätte das gesagt, die sehen ein bisschen anders aus. Ja, das ist natürlich ärgerlich für dich. Jungs, ich sag mal, wie es ist, du. Das sind dann doch ein bisschen mehr, als ich erwartet habe. Egal. Ja, der eine hat sich dann geopfert, sehr schön. Aua. So, kommst mit. Und schon ist er rett. Das sind nur normale Speerkämpfer, einfach richtig lächerlich. Tja, dumm gelaufen, Kumpel. Bin ich ehrlich. So, du bist da stehen, weil du bist eh nicht gedamaged. Ach, die wollen jagen. Leute. Ach, Stein wollen sie auch hacken, ja? Ach Gott, waren die viele. Ah, wir wollen nur arbeiten. Ah. Ja, ist okay, den Schirm müsstest du eigentlich schaffen. So, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ach lol, die Kanone hat Schaden genommen. Hoppala. So, noch was dazu. Du sollst die Position halten, aber nicht euch sterben lassen hier. Umbringen lassen. Eieiei.
Zack. 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, 15. 16, 17. Einer ist am Anfang gestorben, also haben wir mindestens 18, 19, 20. Also rein rechnerisch müssten wir es jetzt schon haben. Dann machen wir nochmal irgendwie ein paar mehr. Jetzt haben wir mindestens 21. Also es müsste eigentlich hinhauen alles. Dann können wir hier unsere Kavallerie noch erhöhen. Die Belagerungsmaschine mal ein bisschen erhöhen. Und den Rest, der bringt uns ja eh nichts. Ja, und hier haben wir auch alles fertig. Sehr schön. Der hat es fast hinter sich, das ist ärgerlich. Gar kein Problem, Kumpel. So, du kommst mit aufs Dorfzentrum. Wir haben es ja eh schon fast geschafft hier. Hm, würde ich auch gerade sagen. Ah, wunderschön. Wir können mal ganz kurz ein paar Hütten bauen. Nicht Felder, das hier bitte. So, und dann geht's jetzt wieder in die Arbeit. 10 Stück haben wir jetzt hier. Sehr schön. Dann mal rein. 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 Und rein, von allen Seiten. Überfall! Guck's dir an, ey. Geil, Mann. Der weiß nicht, wohin er rennen soll. Er geht durchs Tor. Das ist eigentlich smart. Das ist wieder echt smart. So, dann darauf bitte. Eigentlich egal, was ich jetzt mache, weil sie in Wahrzeichen eh kaputt sind. Also von daher. 880 Gold, schön. Nicht das hier, sondern. Mein Gott, wo war das denn jetzt hier? Warst du das? Nee. Nach hier ist das ja, mein Gott, war doch extra ganz vorne. Nochmal zwei davon und mehr davon. Wunderschön. Also wir haben auf jeden Fall über 20. Ja, perfekt. Und gewonnen. Das ist echt gut. Schön. Boah, bitte sei mittig, bitte sei mittig. Fuck! Ach man, irgendwann ist dieser Textschriftzug hier mal mittig. Mit dem Sieg. Ich hoffe es. Irgendwann ist der Tag gekommen. Und wenn das kommt, dann freue ich mich richtig. So, Zusammenfassung bitte. Im Galopp. Ach, ist ja wunderbar. Da haben wir es geschafft. Wer hätte das gedacht jetzt? Errungenschaft. Wer braucht schon Infanterie? Ach so. Da gibt es eine Errungenschaft für? Lol. Ja gut, ich meine, habe ich noch nie gemacht, ne? So, die Meisterung 4 abgeschlossen. Im Galopp. Französische Reiter erhalten für den Abschluss der Franzosen bla 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 bla. Interessanter Fakt. Schutzgeld. Als französische Landstriche immer wieder durch Kompanien entlassener Brabantzonen angegriffen wurden, flohen einige Landbewohner in größere Städte, Klöster oder unterirdische Tunnel. Manche Orte erhielten die Gelegenheit, große Summen Pates an die Söldner zu zahlen, oder an die Söldner zahlten, um Überfällen zu entgehen. Dies war zwar die teurere Wahl, doch die Zahlung konnte eine ganze Gemeinde vor Plünderung und Gewalt bewahren. Ja, ja, Schutzgeld ist eigentlich ein bisschen widersprüchlich, ne, weil das ist ja kein Geld, womit du geschützt wirst, sondern das ist ein Geld, womit du... Ja, schon irgendwie, aber du bist ja nicht geschützt, sondern du bist einfach nur nicht so früh am Arsch. Ja, ne? Gut. Eine Sache will ich wissen. Wird's gespeichert? Nein! Das haben die auch nicht gemacht, dass man das speichern kann. Das ist schade. Kann man das sonst irgendwie speichern? Ist ja jetzt irgendwie eine Möglichkeit oder so? Nö. Cheats erlaubt und so, aha. Machen wir die Spielerpunkte an. Standard-Rohstoffe. Kartenstatus verdeckt. Aha. Wie könnte man die Siegbedingungen eigentlich wegmachen vom Wahrzeichen und so, ne? Aber können wir ruhig lassen, ist ja eigentlich egal. Ja, nett. Ja, cool, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.